Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Crusader Kings 3 mit unserem Emir Abd al-Rahman und dem Ringen um Iberien. Wir sind hier Herzog und sind gerade auch in einem internen Krieg innerhalb des Königreichs von Al-Andalus. Vor allem unsere Söldner und unsere Bündnispartner helfen uns gerade sehr. Wir haben auch eine wertvolle Geisel gefangen genommen, deswegen sind wir schon bei 93%. Es geht lediglich erstmal um eine Grafschaft, aber eins nach dem anderen. So, ich denke, wenn wir uns jetzt noch das Kriegsziel holen, sieht das Ganze sehr gut für uns aus. Oh, wir sehen hier auf jeden Fall ein weiteres Gebiet, was wir erobern könnten. Es ist genauso hier unten. Kleine und schwache Scheichtümer, die wir erobern können. Da kommen jetzt die Feinde, aber wir sind stark genug, dass wir auf jeden Fall dagegen halten können. Wir sitzen mit zwei meiner Untertanen zusammen in einer strategischen Sackgasse, aber beide haben unterschiedliche Strategien. Ich bin ja ein sehr guter Stratege und weiß deswegen, wie ich beide Strategien kombinieren kann. Sehr gut, das machen wir. Und ich habe eine Tochter, meine erste Tochter. Wir nennen sie Melilla. Melilla. So. Mögest du stark und weise werden? Und natürlich sollte sie unterrichtet werden. Von jemandem, der sich auch auskennt. Naja, Elfbildung könnte besser sein. So, wir haben gleich die Belagerung gewonnen hier. Aber ich weiß nicht, ob das reichen wird. Wir sind jetzt nur noch bei 88%. Kurzer Geduldsfaden. Ich habe Mutasir dabei zugesehen, wie er mit den anderen Kindern spielte. Als Ali plötzlich versuchte, ihn zu Boden zu schubsen. Bald brach eine Prügelei zwischen den Kindern aus. Das ist mein ältester und ich glaube mein zweit- oder drittjüngster Sohn. Und es geht um meinen ältesten Sohn. Der könnte zornig werden. Oder nachsichtig. Oder sprunghaft. Ich denke, wir finden es gut, dass Mutter hier so austeilt. Ein zorniger. Sehr schön. So, ihr seht gerade, das ist jetzt hier auch schon wieder... hat sich wieder ein bisschen verändert hier. Die Aussöhnung ist jetzt gerade ein bisschen stärker sogar. Interessant als die Feindseligkeit an Punkten. Wir haben auf jeden Fall die Belagerung und damit auch den Krieg gewonnen und werden uns diese Grafschaft hier erobern. Forderungen werden erzwungen, so sei es. Und unsere Armeen werden einmal aufgelöst. Damit haben wir jetzt eine Domäne über unserer Verwaltung, die wir wohl abgeben müssten. Und ich habe jetzt nicht vor, meine ganzen Söhne zu enterben. Deswegen werden die natürlich Gebiete bekommen. Ich könnte meinem zweiten Sohn schon mal das Gebiet geben, was er sowieso erhält. Das ist doch möglich, nicht wahr? Dem 13-jährigen Mutasir. Dann sollte er vielleicht auch eine angemessene Ehefrau bekommen. Ach, Mutasir ist das. Ich habe gar nicht jetzt meinem ältesten Sohn zornig gegeben. Verstehe. Verstehe, verstehe. Ach ja, was lernt denn überhaupt mein ältester Sohn? Diplomatie. Wollen wir das? Gibt es nicht auch noch etwas anderes, was er kann? Er ist reizend. Verwaltung wäre schlecht. Ränkespiel wäre noch möglich. Kriegsausbildung, weiß ich nicht, wie gut er wird. Oder er soll bei der Diplomatie bleiben. Naja, gut, dann soll er eben bei der Diplomatie... Aber er ist halt nicht gut in der Diplomatie. Also... Tja. Schwierig. Soll er es doch noch mit der Kriegsführung probieren? Aber er hat nur noch 2 Jahre seiner Ausbildung. Ich glaube, das jetzt umzuändern wäre nicht mehr weise. Dann wird er eben ein Diplomat von mir aus. So, mein zweiter... Den werden wir direkt hier mal dem Titel vergeben. Und einen Ehepartner für ihn noch finden. Kriegen wir hier noch ein Bündnis? Naja, 300 Truppen ist nicht besonders stark. Hier irgendwie eine kleine Grafschaft. Aber 13 Jahre jung scheint relativ angemessen zu sein. Ist leider ein bisschen faul. Aber der Rest ist doch in Ordnung für ihn, oder? Vom Alter her passend. Ein weiteres Bündnis lassen wir zustande kommen. Und wir sollten unsere Söldner natürlich noch nutzen. Dementsprechend weitere Kriege führen. Haben wir nicht jetzt hier theoretisch Angriffe?
Wir können einen Waffenstillstand kaufen. Im Austausch für Gold. Interessant. Waffenstillstand. Wir können ihn zum Brettspiel herausfordern. Wieso ist das eigentlich möglich? Eine Partie Schach beginnen. Okay. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Was es jetzt nicht alles für neue Charakterinteraktionen gibt. Also Schach zum Beispiel. Oder jetzt eben das mit dem Waffenstillstand schließen von Anfang an. Also dass man dann sozusagen nicht kämpft eine Zeit lang. Ist schon mal relativ spannend. Ruhmeinsatz, Freundschaftsspiel, Vermögenseinsatz. Bei einem Ruhmeinsatz würde er sogar spielen. Was ist bei Schach wichtig? Unterschiedliche Spielstile und ein Konter gegen das Gegenüber. Im Schach ist Kriegsführung. Ach, warte mal. Kriegsführung kontert Bildung, Bildung kontert Ränkespiel, Ränkespiel kontert Kriegsführung. Das ist so eine Art Schere, Stein, Papier. Dann gibt es noch Parisi, Renef, Tafel und Tabula. Aha. Interessant. Das ist ja spannend. Aber wir wollen erstmal noch Krieg führen. Wir werden das auf jeden Fall noch machen mit dem Schachspiel. Das interessiert mich sehr. Und ich könnte auch zu einer Aktivität einladen, tatsächlich. Wie zum Beispiel zu einer Jagd. Das muss durch den Patch auch noch kommen. Oder zu einem Festmahl. So kann man dann auch noch die Beziehungen verbessern. Und ihn als Ehrengast haben. Was ja auf jeden Fall relativ spannend ist. Wir können auch den Anspruch hier kaufen durch Frömmigkeit, das ist bekannt. Die Revolte eben auch anfassen, anfassen sage ich schon, anfachen, das ist ja auch was Neues. Also so viele Möglichkeiten jetzt mittlerweile. Und war da unten noch etwas? Entführung, Druckmittel fingieren. Das können wir jetzt, glaube ich, tatsächlich, ohne dass wir das als Ränkespiel haben, weil das jetzt im Ringen der Macht möglich ist. Normalerweise, richtig, richtig. Also zum Beispiel können wir jetzt wegen dem Ringen auch entführen. Also sehr spannende Sachen. Aber das alles wollen wir nicht. Denn wir müssten jetzt eben auch nach wie vor durch den Ringen Konflikt Krieg führen können für 75 Prestige, um das hier zu erobern. Machen wir doch gleich. Armeen ausheben. Verlöbnis wurde angenommen. Wir haben den Krieg erklärt. Wir marschieren los. Wir werden diese kleine Armee sofort vernichten. Vergrößern unsere Gebiete. Ich finde durchaus die neue Musik sehr, sehr angenehm. Sehr kämpferisch und interessant. So, 6 Monate dauert das Ganze. Machen wir mal ein bisschen schneller. Hier haben wir jetzt logischerweise Waffenstillstand. 5 Jahre dürften das sein mit dem Waffenstillstand, ja. Das sind da leider genau die Gebiete, die wir brauchen. Da will jemand uns wieder bezahlte Unterstützung anbieten, das werden wir ablehnen. Ah, den Süden hier können wir aber dann auch gebrauchen. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall hier noch Krieg führen. Der ist verbündet mit dem Sultan selbst, aber mischt sich dann der Sultan auch ein. Aber wir sind durch die Söldner aktuell noch so stark, dass wir das auch gewinnen können. Das heißt, wir sollten natürlich dann hier unten noch den Krieg führen. Schnellstmöglich. So. Wie ist eigentlich der Aufstand hier ausgegangen? Führt der? Der wird immer noch geführt, der Aufstand. Der läuft gar nicht mal so gut für den Sultan aktuell. Und im Norden hat Asturien den Krieg scheinbar verloren. Da gibt es kein Interesse an einem. Aber wir könnten sogar von Asturien theoretisch für Gold ihn in den Krieg rufen. Also das macht das Ganze hier wirklich sehr spannend. Die Möglichkeiten. So. Das haben wir auch erobert.
Ah, den haben wir jetzt einfach nur unterworfen dadurch. Der mag uns jetzt natürlich nicht besonders. Wir versuchen jetzt auch ihn mal zu beeinflussen. Iberisches Ringen Auslöser aktiviert. Ein Ringenauslöser wurde von Emir von uns aktiviert. Ein Krieg gewinnen, den man gegen einen anderen beteiligten Herrscher begonnen hat. Feindseligkeit erhöht sich dadurch. Und Emir Adarnes, bester Freund oder Affäre eines beteiligten Herrschers, werden Aussöhnung. Ihr merkt, es hat alles die Auswirkungen. Alles die notwendigen Auswirkungen. So. Jetzt lassen wir mal kurz noch den Monat beenden. Und jetzt wollen wir hier den Krieg führen. 165 Prestige kostet uns das. Okay. Machen wir noch. Eine wichtige Region, die wir unbedingt haben wollen. Ha, er kann nicht mehr fliehen. Und vorher können wir uns noch einen Kriegsvorteil holen. Wir haben ja leichte Reiterei. Haben wir... wir haben keine Belagerungseinheiten. Die bräuchten wir mal dringend noch. Oder Rückzugsverluste verringert. Ich denke, wir machen erstmal die Pater-Taktiken für unsere Reiter. Und da tobt die Schlacht. Wir hoffen mal nicht, dass er den Sultan ruft. Nein, unseren tapfersten Soldaten ist es gelungen, den feindlichen Anführer, ich glaube sogar zu töten, stand da. Relativ spannend. Es wird schon wieder uns bezahlte Unterstützung angeboten. Das lehnen wir ab. Unsere Hauptstadt hier sollte natürlich auch mal ein bisschen ausgebaut werden. Höfe und Felder für mehr Geld werden wir in Auftrag geben. Der Besuch. Ich reise gerade durch Castello Branco, wo mein Vasall Prinz Al-Hakam residiert, als ich eingeladen bin, seine Residenz zu besuchen. Er empfängt mich mit finsterer Miene und einer Führung. Halbfertige Projekte hat er. Das war bei mir zuletzt verbuggt. Wir werden uns das mal anschauen, ob es immer noch verbuggt ist. Wir werden eine Weile bleiben. Und die Belagerung etwas schneller fortschreiten lassen. So, wie sieht's aus? Doch, jetzt... Ah, nicht, hier steht immer... Es ist immer noch verbuggt. Hier steht immer, nichts passiert, nichts passiert. Diese Truhe voller Gold steht dort komplett unbewacht herum, mein werter Freund. Als ich versuche zu erklären, wie riskant es ist, eine Truhe voller Gold offen rumstehen zu lassen, werden die Augen von Prinz Al-Hakam zu schlitzen. Und warum genau liegt euch so viel an meinem Gold? Ich weiß, wie ich ihn zum Zuhören bewegen kann. Eine Ränkespielherausforderung. Probieren wir das mal. Mein Gold, wohin? Ist mein Gold verschwunden? Ich finde Prinz Al-Hakam aufgelöst in seinem Gang stehen vor einer leeren Truhe. Oh, Emir Abd al-Dahram, ich hätte doch nur auf euch gehört. Es sieht gut aus, aber es gibt noch andere Bereiche, in denen ich ihn unterstützen könnte. Ah, okay, das hat jetzt scheinbar funktioniert. Haben wir das Gold ihm einfach jetzt gestohlen? Es ist auf jeden Fall Zeit fürs Bett. Von mir aus. Prinz Al-Hakam steht am Eingang, um mich zu verabschieden. Als ich näher komme, höre ich, wie er mit sich selbst redet. Er hat sich hervorragend um das Gebäude gekümmert. Nach einer kurzen Verabschiedung befinde ich mich schon bald wieder auf dem Weg nach Hause. Sehr schön. Wunderbar. Emira Oria erhielt die Eigenschaft schwanger. Gut, gut. So, die Festung hier fällt bald. Oh, wir werden in den Krieg gerufen von dem Grafen im Norden, der uns eigentlich nicht helfen wollte, gegen Soria. Wir werden das mal annehmen, müssen aber erstmal unseren Krieg beenden. Das ist sehr wichtig. Ah, jetzt greifen uns nochmal 163 Truppen an, das ist aber nicht gerade eine Herausforderung. Die Freundschaft von Wali Ibrahim. Mir ist aufgefallen, wie viel Wali Ibrahim und ich gemeinsam haben und als wie zuverlässig er sich in den letzten Monaten erwiesen hat. Wir sollten mehr Zeit miteinander verbringen. Ja, doch. Wir können gerne mehr Zeit miteinander verbringen, mein Ratskanzler. So, die Belagerung braucht hier relativ lange. Jetzt haben wir sie aber.
und dadurch den Krieg auch direkt gewonnen. Forderungen werden erzwungen. Unser Gebiet hat sich vergrößert. Wie viel brauchen wir denn noch für das Königreich? Benötigte Herzogstitel 2 und Geld natürlich. Wir haben schon genügend de jure Grafschaften. Das heißt, ich bräuchte jetzt halt noch das andere. Ah ja, im Süden ist ein Herzogtum, weil das hier können wir ja noch nicht einfach übernehmen. Aber das hier im Süden kann ich schaffen. Das heißt, wir können auf jeden Fall zu Lebzeiten das Königreich gründen. Das sind doch schon mal hervorragende Nachrichten. Aber scheinbar jetzt kann ich sozusagen nur meine Hauptehefrau nutzen, um mich hier zu unterstützen. Leider kann sie halt nichts. Das ist sehr enttäuschend, muss ich sagen. Also, ich muss gestehen, ich würde lieber vielleicht jemand anderes... Hat sie irgendwelche wichtigen Eltern? Nee, die scheinen völlig unwichtig zu sein. Ehescheidung. Geht nicht. Wieso? Weil ich zu wenig Frömmigkeit habe. Ja, ich bin kein besonders frommer Mann. Ich bete nicht so oft zu Allah, wie ich das wahrscheinlich sollte. So, ja, dann sollten wir mal unserem Verbündeten noch zu Hilfe kommen. Denn wenn wir unserem Verbündeten nicht helfen, wieso sollten dann Verbündete uns helfen, nicht wahr? So ist es doch. Okay. Also mein zweiter Sohn scheint hier dann ziemlich viel zu bekommen, muss ich sagen. Das gesamte Herzogtum wird noch an ihn fallen. Aber ich kann ihm ja jetzt noch nicht das Herzogtum geben. Hm. Ich kann ihm natürlich aber schon mal vielleicht eine Grafschaft geben. Pharos hat die... Ja, gut. Geben wir ihm die mal direkt noch. Scheich Muntasir. Nee, Dynastie. Dann bleiben wir nur noch mal mit einer Domäne über unserem Limit. Das ist erstmal noch in Ordnung, finde ich. Wie kann ich eigentlich anderen, ich kann auch jetzt bestimmt auch anderen, die in Kriegen sind, anbieten, dass ich denen helfe? Richtig? Hier, genau. Bezahlte Unterstützung. Meine Armeen dürfen nicht ausgehoben sein. Und er darf nicht im Krieg mit dem Lehnsherrn sein. Verstehe, verstehe. Sobald dieser Krieg hier vorbei ist, will ich natürlich noch das Schachspiel machen. Mit irgendjemandem. Ah, meine Gemahlin ist wieder schwanger. Unsere Söldner, unser Söldnervertrag läuft in 6 Monaten aus. Wo sind denn jetzt eigentlich die Feinde hingelaufen? Oh nein, wir sind von der Gicht geplagt. Ruft einen Arzt sofort. Wir müssen dringend einen Arzt finden. Und wir finden eine Diplomatin, die nichts kann. Und eine Diplomatin, die noch weniger kann. Aber ich meine, Tahir hat immerhin 16 Bildung. Das könnte helfen. Wobei, Lub hätte 17 Bildung. Eignung schlecht. Hm. Wo sehe ich nochmal, was wichtig ist? Sehe ich das hier irgendwo? Ich werde jetzt mal Lub einsetzen. Das wird zwar nicht gut enden, aber... Also beeindrucken kann mich keiner von den beiden. So, wir nutzen jetzt noch die Söldner für die Schlacht. Ich habe mit Rahat eine weitere Tochter, die natürlich ausgebildet werden soll. Mit jemandem noch mit viel Bildung, mit Abbas. So. So, die Söldner werden jetzt noch für die Schlacht genutzt. Auch wenn das Berge sind, mit den Verbündeten zusammen sollten wir doch die Schlacht gewinnen. Wobei, da kommen auch nochmal Truppen. Ich weiß nicht, ob die sich einmischen. Wir haben natürlich minus 30. Aber das war uns bewusst. Über unsere pure Überzahl müsste doch diese Schlacht für uns entscheiden können, nicht wahr? Ja, unser Faris wurde leider ermordet. Und Abd al-Aram wird erwachsen. Mein Spielererbe und Sohn. Oh je. Ein annehmbarer Unterhändler ist er geworden. Vor allem, er ist paranoid, gerecht, gesellig. Na gut, wir müssen eine Ehepartnerin für ihn finden. Das ist nicht gerade der Sohn,
den ich erhofft hatte. 8, 10, 10, 7, 5. Wie ist denn mein zweiter Sohn? Der kränkelt hier schon vor sich hin. Auch nicht gerade viel besser in allem. Mein dritter Sohnemann. Ist immerhin herrisch, zornig, gerecht, okay. Ah, schüchtern. Und der ist eigentlich auch richtig schlecht, vor allem auch in der Verwaltung. Verwaltung ist nicht zu unterschätzen. Das ist mein Spieler aber sogar noch der bessere. Ne, die sind alle... Meine ganzen Söhne sind wahre Enttäuschungen. Da muss... Ja, dann muss es eben mein Spielererbe irgendwie hinbekommen. Wir suchen eine Frau für ihn. Die hört sich doch gut an. Die ist gut in der Verwaltung, kann ihn unterstützen. Ist noch mit 19 Jahren jung und ist sogar schlau. So soll es sein. Die soll er heiraten, bitte. Währenddessen führen wir hier noch die Schlacht. Die wir hoffentlich jetzt gleich gewinnen, weil da kommen auch Truppen. Ich weiß nicht, ob sie uns Probleme machen wollen. Was haben wir hier? Das Feuer anfachen. Mulvaladit und die mozarabische Bevölkerung im Scheichtum von Palasencia liegen sich in den Haaren. Nutzen wir diese Gelegenheit, schlägt mein Ratsspitzel Abdul vor. Werben wir bezahlbare Soldaten aus den Reihen der Mulvaliten-Milizen an, und wenn sie ihre Ausbildung in ihren Heimatgemeinden fortsetzen, kann das auch nicht schaden. Vielleicht sollten wir sie sogar dazu ermutigen. Lasse ich Palasencia brennen, um diese gewaltigen Fanatiker anzuwerben? Gewalttätigen? Fanatische Rekruten. Armee Goldunterhalt reduziert, Aufgebot Verstärkungsrate gleicher Glaube erhöht. Aber Aufruhr gibt es auch, oder? Entspannung. Gepredigte Toleranz. Aber wir haben trotzdem hier Aufruhr und Morde, 62% Chance. Ja gut, aber dann nutze ich doch die Chance wenigstens noch. Lass uns etwas Hass verbreiten, diskret natürlich. 12 Schrecken haben wir verbreitet. Die Schlacht haben wir gewonnen. Greifen die uns an hier? Ich hab ein bisschen Angst, dass sie uns angreifen. Wir kämpfen hier auch nur für unseren Verbündeten. Wir haben gleich keine Söldner mehr, dann könnten sie uns angreifen, glaube ich. Ne, sie ziehen zum Glück weg. Was ist... Ach ja, unsere Verbündeten sind auch dabei, oder? Genau. Lenzer wurde der Krieg erklärt. Aha, von dem, mit dem ich jetzt Waffenstillstand habe. Auflösungskrieg? Was ist denn bitte ein Auflösungskrieg? Kriegen wir da ein paar mehr Informationen? Haben wir da in der Fraktion was? Will das Reich des Lehnsherrn vernichten? Ah, krass. Der will das Reich vernichten, dass es da nur noch die unabhängigen Herrscher gibt? Wow, okay, jetzt wird es hier richtig dramatisch in Iberien. Sehr spannend, dass das jetzt so passiert. Ah, unser Söldnertrupp ist weg, die Gelehrten von Bagdad. Mein zweiter Sohn. Wir sind in Bagdad unterwegs, als ansässige Gelehrte kommen. Seid gegrüßt, Emir Abdal al-Rahman. Seid gegrüßt, junger Fürst. Unsere aktuelle Diskussion hätte noch einen Platz frei. Möchte einer von euch sich beteiligen? Ich treibe die Ausbildung von ihm voran oder ich selbst könnte fleißiger Schüler werden. Ja, wir werden mal seine Ausbildung noch vorantreiben. Oh, wir werden hier nochmal angegriffen. In den Bergen natürlich, sehr unangenehm, aber wir kriegen das trotzdem ohne Probleme hin. Auch ohne unsere Söldner. Und ich habe einen weiteren Sohn, der sogar schlau ist. Nennen wir ihn mal Ferdinando. Den würde ich gerne selbst ausbilden, unterrichten. So, sobald wir hier die Belagerung gewinnen, sollte das doch funktionieren, nicht wahr? Sehr schön. Damit ist der Krieg vorbei. Hoffe ich jedenfalls. Sehr schön. Wir lösen unsere Truppen auf. Sehr gut, das lief doch hervorragend. Und ja, jetzt wird Krieg gegen unseren Lehnsherrn gemacht, aber ich muss gestehen, wir finden das eigentlich relativ gut. Wir haben ja... Oh ja, wir haben jetzt sehr gute Beziehungen zu ihm. Wir können ihn zu einer Aktivität einladen.
Was ist mit dem Schachspiel? Zum Brettspiel herausfordern. Ist das eine Sache, die Probleme bereitet, oder? Das frage ich mich gerade. Wir könnten ja hier, wir haben einen Waffenstillstand. Nee, der ist ja in einem Krieg, deswegen geht das nicht. Das ist jetzt ein unabhängiger Herrscher, der ist ziemlich stark. Zum Brettspiel herausfordern. Wie war das nochmal mit Schach? Kurze Frage. Kriegsführung, Bildung und Ränkespiel ist wichtig. Kriegsführung, Bildung, Ränkespiel. Also er ist in Kriegsführung und Ränkespiel ist er schlecht. Nur in Bildung ist er gut. Ich glaube, gegen ihn könnten wir gute Chancen haben. Ein Freundschaftsspiel wäre möglich. Falls wir gewinnen, verlieren wir Anspannung. Emir Muhammad gewinnt Meinung von uns. Und er hält Anspannung. Falls wir die Wette aber verlieren, gewinnt er noch mehr Meinung von uns. Und wir bekommen die Anspannung. Okay, oder wir können Ruhmeinsatz machen. Will er nicht. Ja, okay, der will nicht mit uns spielen. Nehmen wir mal jemand anderen. Am besten jemand, der eben bei Kriegsführung, Ränkespiel und Bildung nicht so gut ist. Was mit dem Kleinen hier? Hat er es bei der Kriegsführung relativ gut? Wir werden doch da jetzt wohl noch jemanden finden, der mit uns eine Runde Schach spielt. Ah, die sind leider alle im Krieg. Der ist relativ gut. Ja, gibt doch bestimmt schlechtere, oder? Die sind alle zufriedenstellend. Nicht richtig, richtig gut, aber jetzt auch nicht richtig schlecht. Können wir auch mit denen hier spielen? Mit den Herrschern dort im Norden? Die scheinen aber auch ganz in Ordnung zu sein. 4, 12, 3. Der wäre halt nur beim Ränkespiel gut. Hat der ein Interesse, Schach zu spielen? Ah, Freundschaftsspiel würde er machen, aber Ruhm nicht. Vermögen. 36% könnte er annehmen. Wir fragen mal nach. Es geht zwar nur um 13 Gold, aber... Ja, er hat die Herausforderung angenommen. Wir spielen gegen einen Katholiken. Schach. Das schönste Spiel, Schach. Infant Fuela nimmt mir gegenüber Platz. Unsere Schachpartie wird gleich beginnen mit einem verzagten Schmollen. Verrät, ja, meine Bekanntschaft mir, wie selbstbewusst er ist. Ah, ist das so? Mit einem verzagten Schmollen verrät er das. Sehr spannend. Er ist zuerst dran und als Eröffnung wählt er eine Auswahl an klugen Finten und Listen. Wir liegen Kopf an Kopf, doch keiner von uns kommt den Sieg näher. Wäre der Krieg so leicht wie Schach, würde ich schon über die ganze Welt herrschen, lacht mein Gegenüber. Doch das gilt eben nur für mich. Ich spiele Schach so, wie ich kämpfe. Im Schach kontert man Kriegsführung mit Ränkespiel. Ja, aber was hat er denn gespielt? Wäre der Krieg so leicht? Im Schach kontert man Ränkespiel mit Bildung. Bin ein bisschen verwirrt. Kritischer Erfolg, Erfolg, Fehlschlag, kritischer Fehlschlag. Er ist zuerst dran. Ah, er wählt eine Auswahl an klugen Finten und Listen. Das heißt, er hat so ein bisschen Ränkespiel gemacht. Und im Schach kontert man Ränkespiel mit Bildung. Das heißt, ich müsste jetzt versuchen, mit meiner Bildung, oh, die nur 6 ist, aber da so ein bisschen zu kontern. Ich habe ganze Handbücher über Schach gelesen. Probieren wir das mal. Unsere Partie geht weiter. Fruella setzt auf eine Auswahl an klugen Finden und Listen. Natürlich durchkreuzen meine schlauen Techniken die meines Gegners. Wir liegen Kopf an Kopf, doch keiner von uns kommt dem Sieg näher. Ich glaube, ich feiere meinen Sieg mit einem Festmahl, sinniert mein Gegenüber. Ich habe Lust auf etwas Süßes, was zu diesem Sieg passt. Was meint er denn jetzt damit? Ich habe Lust auf etwas Süßes, was zu diesem Sieg passt. Ein Festmahl? Also, ein Festmahl ist doch weder Bildung, Kriegsführung noch Ränkespiel. Das würde ich eher unter Diplomatie sehen. So wie ich es geplant hatte.
jetzt ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich spiele Schach so, wie ich kämpfe. Wild. Unsere Partie geht weiter. Fruella setzt auf eine Auswahl an klugen Finden und Listen. Verdammt noch eins. Irgendwie hat er jedes der Strategeme durchkreuzt, die ich eingesetzt habe. Das heißt, er hat einfach weiterhin Ränkespiel verwendet. Er gewinnt langsam, doch keiner von uns kommt dem Sieg näher. Ich weiß durchaus, überlegt mein Gegenüber, dass ich nicht viel rede. Doch in einem bin ich erstaunlich gut. Schach. Aber er scheint ja die ganze Zeit beim Ränkespiel zu bleiben. Dann würde ich sagen, probieren wir es nochmal mit Bildung. In der Schachtheorie bin ich unübertroffen. Unsere Partie geht weiter. Fruella setzt auf eine offensichtliche Falle. Natürlich durchkreuzen meine schlauen Techniken die meines Gegners. Er gewinnt langsam. Oh nein, und mein Gegenüber könnte jederzeit triumphieren. Ich weiß durchaus, überlegt mein Gegenüber, dass ich nicht viel rede, doch in einem bin ich erstaunlich gut. Ja, Schach, wow. Er wiederholt sich. Verflixt, das lief leider nicht sehr gut für uns. Im bestialischen Triumph aufheulend springt Fruella auf die Beine. Ich habe verloren. Wir rutschen die Hände auf die Knie, verzweifelt auf der Suche nach Halt. 13 Gold verloren. Bin ich etwas schlecht im Schach? Ja, scheinbar sind wir schlecht im Schach. Ihr habt euch hier und heute einen Feind gemacht. Wir könnten Rivalen werden. Der bessere Spieler hat gewonnen. Ja. Wir werden sehen, wer beim nächsten Mal gewinnt. So sehe ich das auch. Gut, dann beenden wir mit der Schachpartie auch diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut, wie gesagt, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne auch mein Video, wo ich euch alle Sachen und Features zeige und erkläre zum neuen Flavor Pack hier, Fate of Iberia. Und ansonsten auch gerne in meinen Livestream oder meine Livestreams auf Twitch, wo ich jetzt aktuell regelmäßig auch hier in Spanien spiele mit dem kleinen Scheich im Norden, mit dem kleinen Graf. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Euer Gaius Julius Caesar.